YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Gartenvideo hier auf meinem Channel. Leute, ich bin heute nicht alleine. Knuvi aka Timo ist auch am Start. Und wir haben heute ein besonderes Projekt. Heute wird es handwerklich, denn wir zeigen euch heute, wie man den perfekten Ziegelsteingrill selber baut. Ja, ne? So wird ein Tutorial einfach. Leute, wir machen das alles zum ersten Mal, aber soll ja nicht heißen, dass es nicht gut wird. Wir holen jetzt erstmal das Material. Wir waren gerade schon im Baumarkt über eine Stunde und das Ganze wird jetzt hier reingeschleppt und dann zeigen wir euch, wie wir den Ziegelstein, Herd, Grill bauen. Oh, let's go. Ja. Oh. Das ist unsere Wagenladung. Wir haben 100 Ziegelsteine gekauft. Wir haben jetzt noch keinen Plan. Plan machen wir später. Aber wir haben jetzt mal 100 Ziegelsteine gekauft. Dann haben wir noch so lange Dinger gekauft. Seht ihr später, für was das ist. Und zwei Säcke Beton. Also ich hoffe mal, zwei Säcke Beton reichen. Da haben wir auch ein bisschen spekuliert, oder? Ja, mal auf gut Glück, aber lieber mehr, als dann da zu stehen und das Ding ist nicht fertig, weißt du? Ich glaube aber, unser Beton ist zu wenig. Aber egal. Wir schippen das jetzt erstmal alles darüber. Freunde, wir haben gerade überlegt, wo wir den Grill hinmachen. Und wie es aussieht, stellen wir ihn genau hier hin. Da ist nichts drüber. Da ist ein bisschen auf der Seite. Und hier ist ja überall, hier sind ja überall Blätter und Bäume und sowas. Hier so mitten in die Wiese rein wollen wir ihn auch nicht stellen, weil ja, das wäre auch schade um die Wiese. Deswegen hier ist das Hütchen. Dann kommt da der Grill hin und dann hat man, hier machen wir vielleicht so Essbereich. Mal gucken. Vielleicht machen wir dann auch da hinten Essbereich, wenn da der Grill steht. Also. Wir wahrscheinlich viel zu viele Steine haben, aber besser zu viel als zu wenig. Das Wichtigste zuerst ist ein anständiges Fundament, bevor wir da überhaupt was drauf mauern können. Dafür haben wir diese wunderschönen, ich glaube, Waschbeton heißen die, ne? Ja. Diese wunderschönen Waschbetonplatten, 12 Stück. Wir werden jetzt erstmal hier ein bisschen das Gras wegmachen und dann 12 Stück schön gerade auf dem Boden zimmern. Wasserwaage ist auch am Start. Das heißt, jetzt machen wir erstmal hier den Boden weg. Ist nicht, ob hier drunter? Stein. Da sind Platten schon drunter. Wir sind einfach schnell, wir haben schon was vorbereitet. Ja, stimmt, er hat ja seine Dinge auch da drauf stehen gehabt. Okay, aber das ist auf keinen Fall im Wasser, ne? Aber von der Breite her passen die, ne? Ja. Die gehen bis da. Also wir können die drei Platten schon nehmen, denke ich. Das Problem ist nur, wir müssen die ausbuddeln. Vor allem die hier rechts und auf jeden Fall gerade machen. Ja. Wir wollten ja eigentlich unsere Waschbetonplatten nehmen als Fundament, aber hier waren die Bienenkästen drauf gestanden und hier sind schon Platten drunter. Sind sogar relativ groß. Wir machen jetzt einfach alle raus, machen eine schöne Erde drunter und dann machen wir den Bums gerade. So ein Ding nämlich. Klingt nach einem Plan, oder? Bei dem müssen wir weiter runter. Boah, Junge. Bin jetzt schon klatschnass. Nichts geht über gute deutsche Handarbeit, ne? Der Scheißstein jetzt kleiner als der andere, oder was? Aber jetzt sehe ich gleich, dass das nicht stimmt. Junge, da habe ich Hand abgezogen beim anderen Dumm. Sagt der. Was soll ich sagen? Das ist jetzt eigentlich nicht schlecht, ne? Ja. Schaut sehr gut aus. Ja, man wird halt auch einfach besser mit der Zeit, ne? Wenn man das ein paar Jahre macht. Ja, weißt du, das sind alles Erfahrungswerte, auf die wir uns hier beziehen. Jahrelange Berufserfahrung einfach. Jahrelange Berufserfahrung. Also ich meine jetzt Erfahrung von dem Stein vorher, aber so kann man es auch nennen. Schaut gut aus, ne? Pause. Okay, nochmal für alle, die es nachbauen wollen. Wir haben 100 Ziegelsteine und wir haben 5 von solchen Ziegel... Wie heißen die? Ziegelsturze. 5 Ziegelsturze, jeweils 1,25 Meter lang. Ganz normale Ziegel und unser Fundament steht. Da haben wir 3 große Platten und unser Grill wird ungefähr so groß, wie er hier zu sehen ist. Das Geile ist, das war die Größe vom Grill und dadurch den Ziegelsturz... Entschuldigung. Ich arbeite hier gerade. Durch den Ziegelsturz haben wir nochmal so einen kleinen Tisch an der Seite ab der Hälfte. Und ja, wir mauern jetzt 7
Stockwerke hoch, dann kommt der Ziegelsturz und danach kommt sozusagen oben drauf das, wo wir den Grill reinbauen. Knobi probiert hier schon seinen Bohrer aus. Und zwar haben wir auch für den Grillrost, genau, solche Bolzen, wo der Grillrost dann sozusagen drauf kommt, aber dazu kommen wir später. Ja, jetzt wird erstmal gemauert, Junge, wie ein wahrer Handwerker. Ja. Müssen wir vielleicht doch mit der Hand bohren. Mhm. Oder einmauern. Ich glaube, ein Hammer. Junge, der Akkuschrauber raucht einfach. Ja, passiert. Das war aber schon mal, da musste ich ihn vollladen und ging es wieder irgendwie. Da haben wir unseren Zement. Das ist einfach Garten- und Landschaftsbeton. Das ist übrigens Beton und kein Zement. Keine Ahnung, was der Unterschied ist, ohne Scheiß. Ich glaube, Zement ist gröber. Aber ich bin auch kein Profi. In die Kommentare, was der Unterschied ist. Ein Sack, ungefähr auf 3 Liter Wasser. Ja, Junge, es wird so stauben gleich. Ist ihm zu viel Sauerei, sagt er. Boah. Nein! Oh mein Gott, so ein Scheiß. Zum Glück haben wir 2 Eimer. Nee, ich mach's so. Ihr nehmt ein bisschen Beton, dann habt ihr euer wunderschönes Regenwasser. Dann haut man da aus Gefühl mal ein bisschen Wasser rein. Wie lange muss man das? Mit 3 Minuten? Mindestens 4 Minuten. Mindestens 4 Minuten? Mit einer Mörtelmischmaschine. Das ist was für Anfänger, weißt du, so eine Mischmaschine. Das muss einfach sich nur gut anfühlen. Und dann merkt ihr schon direkt, es war zu viel Wasser. Das gute Ding ist ein bisschen zu viel Wasser. Ne? Ein bisschen zu feucht. Aber das ist gar kein Problem. Das schütten wir nach. Naja, zum Glück den Reserveeimer. Ja, der ist ja noch trocken. Sagt er zu viel Wasser? Das war vielleicht auch nicht zu viel Wasser. Das war nur ein scheiß Stecken zum Umrühren. Ui, Akkad hat wieder gezaubert. Oh, ey. Boah, das schaut euch an. Das seht ihr mal. Jeder Maurer macht jetzt das Video aus. Die erste Reihe ist immer ein bisschen schwierig. Damit steht und fällt die Mauer. Junge, das wird's. Unser Fundament steht. Sieht jetzt nicht so besonders gut aus. Aber. Bombe aus. Ja, das wird schon. Der Anfang ist schwierig, finde ich. Ich glaube, wenn es jetzt drauf ankommt, da was hinzuspachteln, dann wird es einfacher wieder. Damit die Mauer jetzt so stabil wie möglich wird, setzen wir jetzt die zweite Reihe versetzt zur ersten Reihe drauf. Und das fahren wir dann natürlich sofort. Also die dritte Reihe wird dann wieder so wie die erste Reihe werden. Da entsteht dann eine kleine Lücke, aber die erkläre ich jetzt auch noch gleich, warum wir da so eine kleine Lücke drin haben. Kurzes Zwischenupdate. Wir haben jetzt die zweite Reihe. Wir machen übrigens so ein, keine Ahnung wie das heißt, wilder Stil oder so ein Shit. Und zwar haben wir nichts zum Schneiden. Deswegen lassen wir mal eine halbe rausstehen und dann machen wir die nächste wieder ganz und so weiter und so fort. Jetzt ist es so ein bisschen versetzt dann aufeinander. Wir kommen gut voran. Es ist nur anstrengender als ich dachte. Junge. So weiter geht. Mein Rücken, Junge. Oh. Okay, Freunde, wir kommen zur Zwischenebene. Wir machen jetzt die Dinger hier. Die kommen jetzt hier drauf. Dann haben wir so eine Zwischenplattform. Ich sag mal so. Macht Spaß, oder? Ah. Junge, es ist so anstrengend für den Rücken. Aber ich glaube, wir haben perfekt alles kalkuliert, so wie wir es brauchen. Und ja, das ist so, schaut es momentan aus. Es ist halt so ein wilder Bau, ne? Und der Stein ist ein bisschen schief. Und auf der anderen Seite auch. Also Leute, wenn ihr wollt, dass ich euch einen Grill reinbaue, lasst einen Daumen nach oben da. Dann biete ich das an. Grillbauservice, Fix und Partner. Ach so. Ja, okay. Was denkst du denn? Oh, weiter geht's. Yes! Okay, wir haben ein bisschen mehr als die Hälfte geschafft. Ab jetzt wird schön gemauert da oben. Ne? Kommt da noch einer drauf? Ach so, stimmt. Ja, der weiß nicht, was er baut. Ne? Ich weiß echt nicht, was ich baue. Da kommt ja noch einer drauf. Ich wollte jetzt hier schon sagen, das ist schon fertig, der Bums. Oh mein Gott. Das ist noch was.
dem Schimmel. Sitz, passt, wackelt und hat Luft. Ja, Leute, ich glaube, wir haben jetzt genug angerührt für den Rest. Alrighty. 8 Stunden später. Jo, Freunde, ist es soweit? Knobi bereitet schon mal das Feuer vor. Der Grill ist, sage ich mal, zu 80% fertig, oder? Ja. Solide 80%. Zeige euch mal ganz kurz das Grundgerüst. Tada! Das ist mein Grill. Ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden. Für euer Verständnis, Sekunde. Hier oben kommt dann der Grillrost hin. Wir haben ja noch die Bolzen geholt. Wir werden die Bolzen jetzt hier noch hinhauen, reinbohren. Und da noch reinbohren, nur Knobi, sein Bohrer ist nicht so gut. Und dann haben wir zwei verschiedene Verstellebenen. Dann haben wir hier oben theoretisch vielleicht für noch ein kleineres Rost Platz. Dann kann man noch einen kleineren Rost hin machen. Hier unten haben wir dann etlich viel Platz, um Holz, Kohle und solche Sachen zu lagern. Und ja, wir werden den natürlich gleich mal ausprobieren. Deswegen machen wir schon das Feuer an. Ich muss sagen, mir gefällt das sehr gut. Wir haben ja mit Absicht hier unten, ja, ich weiß, die ist ein bisschen schief. Aber wir haben ja mit Absicht hier unten immer freigelassen, weil einerseits, wir hatten kein Werkzeug, um die Dinger zu halbieren, um zu schneiden. Und ich finde, es schaut jetzt nicht so schlecht aus. Ich habe nur ein bisschen Sorge hier oben. Das könnte ein kleiner Struggle werden. Und zwar, wenn wir diese Steinplatten hier rausnehmen, dass einfach diese Platte gemeinsam mit den Steinen so nach vorne rausbricht. Aber ich glaube, vom Gewicht her sollte es passen. Ich sage schon mal so viel, wenn ihr es feiert. Lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Das erste Ding, was wir hier in den Garten reingebaut haben. Und ich muss echt sagen, ich bin schon sehr zufrieden. Es schaut schon geil aus. Natürlich, die Steine sind jetzt nicht so ganz rot. Es liegt nur daran, dass es halt noch voll staubig ist und so. Ich werde den nochmal abwaschen. Nochmal abbürsten hier. Hinten auch. Man kann eigentlich nichts Schlechtes sagen. So ein geiler Grill. Junge, ich habe so Bock, da jetzt zu grillen. Und wir haben natürlich noch keine Halterung für unseren Grillrost. Dann nehmen wir einfach ein paar Steinchen. Und wir machen ja heute nicht so ganz so große Grill-Action. Oh. Und da, Junge, ist das nicht geil, Junge? Schmeckt safe. 10-mal besser, wenn man selber gebaut hat. Es schmeckt 1000-mal besser. Ich freue mich richtig. Vor allem, wenn wir dann noch hier die Stützen drin haben, dass ich auf 2 Ebenen verstellen kann und so. Ich mache wahrscheinlich hier unten noch so ein Blech rein, wo ich dann die Kohle drin habe, dass es nicht unten durchfällt. Da sind ja noch so Ritze drin. Übel nice. Einfach nur übel nice. Ja, Freunde, wir lassen jetzt noch entspannt den Abend ausklingen. Ich hoffe, euch hat das Video bis dahin gefallen. Schneidet euch jetzt gleich am Ende noch ein bisschen Szenen vom Grillen rein. Riesengroßes Dankeschön geht natürlich raus an den Mann des Tages. Knobi, bester Mann. Ich muss sagen, es hat übel Bock gemacht. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das hinbekommen. Ne? Wir haben jetzt in 6 oder 7 Stunden mit Einkaufen einen schmackhaften Grill hingezaubert. Ich muss sagen, langsam wird der Garten immer gemütlicher. Ich freue mich, dass euch die Gartenvideos auch gefallen. Ah. Ich bin mal gespannt, wie es im Winter wird. Ich würde sagen, viel Spaß jetzt bei den kleinen Cinematic Shots. Wir spachteln jetzt rein. Bye bye. Danke fürs Zuschauen.